Hier sind die 6 wichtigsten Regeln im Überblick. Zum einen, verändern Sie niemals Ihr Logo, weder in der Farbe noch in der Form. Das Logo ist heilig. Zweitens, benutzen Sie lieber ein gutes Foto, sprich ein aussagekräftiges Foto, eins, was eine gute Qualität hat, als 3 kleine Fotos. Werden Sie niemals bunt, sondern immer nur farbig. Nutzen Sie wenige Farben, aber die lieber eindeutig. Viertens, lassen Sie weißen Raum. Sie müssen nicht alles zukleistern oder zukleben, sondern lassen Sie die einzelnen Elemente auch ruhig durch etwas Weißraum drumherum wirken. Und denken Sie daran, alle Medien sollen einen Wiedererkennungswert haben. Das heißt, guckt sich jemand Ihre Webseite und Ihren Flyer an, muss er sofort sehen, aha, das ist ja das gleiche Projekt. Und last but not least, die Schriften. Benutzen Sie nie mehr als 5 Schriften auf einer Seite und damit sind natürlich auch die Schriftschnitte gemeint. Das heißt, dünne Schrift, mittlere, kursiv, wie auch immer. Nie mehr als 5 auf einer Seite. Fünftens, raus in die Welt. Erstmal Flyer und Plakate drucken. Nutzen Sie die Druckerei vor Ort. Dort werden Sie professionell beraten, Sie vernetzen sich und Sie unterstützen den lokalen Unternehmer. Vielleicht nutzen Sie die Möglichkeiten der Online-Druckereien, die oft etwas preiswerter sind als die Druckereien vor Ort, aber achten Sie auf gute Qualität. Das heißt, kein billiges Papier, sondern ein Papier, was griffig ist. Und es gibt sogar Online-Druckereien, die haben einige Shops in großen deutschen Städten. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, dort vorbeizugehen und das Papier direkt zu erfüllen. Nun zu den Online-Medien. Zuallererst geht es um Ihre Webseite. Eine Webseite zu erstellen ist ein ziemlich langer und aufwendiger Prozess. Und machen Sie es sich einfach, konzentrieren Sie sich auf den Content und nutzen Sie vielleicht die Angebote Ihres Dachverbandes. Wenn Sie keinen Dachverband haben oder so ein Angebot nicht in Anspruch nehmen möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie zu einem großen oder nutzen Sie ein großes weltweites System wie zum Beispiel WordPress, das Ihnen kostenlos Möglichkeiten bietet, verschiedene Gestaltungen zu nehmen, also verschiedene Designs anbietet, was Ihnen sogenannte Plugins anbietet, wo Sie Ihre Website erweitern können. Das geht bis hin zu Shops und wo Sie auch sehr einfach Ihre Webseite aufbauen können. Wichtig dabei ist, dass Sie unabhängig bleiben. Machen Sie sich nicht abhängig von einem Programmierer, sondern nutzen Sie ein System, wo Sie weltweit genug Programmierer finden, die Sie auch unterstützen können. Planen Sie Ihre Webseite sehr gut. Ich nehme immer ein paar Post-its oder Stickies und baue mir eine Navigation auf, schiebe sie hin und her und sehe so schon, welche Punkte fehlen. Denken Sie dran, mit einer Webseite müssen Sie unter Umständen ja, bis zu 3-4 Jahren leben. Gucken Sie sich auch mal andere Webseiten an, welches Design gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen daran und übertragen Sie das dann auf Ihre Webseite. Hier noch ein Tipp, unser Webseiten-Realitätscheck. Sie haben nachgewiesenerweise nur 1,5 Sekunden Zeit, um den Besucher auf Ihrer Webseite zu halten. Hier bei diesem Eye-Tracking Google Screenshot sehen Sie genau das heiße Dreieck. Das sind die Bereiche auf Ihrer Webseite, wo der Benutzer zuerst hinguckt. Überprüfen Sie Ihre eigene Webseite. Stehen da die Sachen, die wirklich relevant sind? Sieht der Betrachter auf den ersten Blick, was Sie über Ihr Projekt erzählen möchten, was Ihnen wichtig ist. Hier noch ein einfaches Raster für die Aufteilung Ihrer Webseite. Und jetzt ist Ihre Webseite online. Werden Sie gefunden oder werden Sie nicht gefunden? SEO, Search Engine Optimization, lautet das Stichwort und das Zauberwort. Nutzen Sie Instrumente wie Google Analytics oder Pivik, um zu sehen, wie viele Menschen auf Ihre Webseite kommen, was sie sich besonders angucken und was sie vielleicht gar nicht finden, und optimieren Sie so Ihre Webseite. Auch Keywords, Stichwörter, die Ihr Projekt und Ihre Webseite besonders beschreiben, sollten Sie immer wieder im Text einfließen lassen. Auch das hilft Google, Sie ziemlich weit oben im Ranking aufzulisten. Kommen wir zu Facebook. Gestalten Sie ein aussagekräftiges Titelbild, was einen Wiedererkennungswert mit Ihren Flyer und Ihrer Webseite bildet
und tauschen Sie dieses vielleicht einmal im Monat aus. Benennen Sie auch am besten zwei Administratoren, die sich die Arbeit etwas teilen können. Und am wichtigsten natürlich, vernetzen Sie sich mit Ihrer Zielgruppe. Verbinden Sie sich mit anderen Facebook-Gruppen, mit Seiten und mit Usern. Jetzt sind Sie fit für Ihr erstes Mediengestaltungsprojekt. Sie haben eine strategische Planung, Sie haben einen Fundus aus Bildern, Logos und Texten. Und denken Sie daran, Form follows Function, FFF, weniger ist mehr. Und wenn Sie planen und gestalten, denken Sie vielleicht auch schon an Ihre Webseite und auch an Ihre Giveaways oder vielleicht auch an Ihre Standausrüstung. Und jetzt sind Sie dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie vielleicht Ihr Wissen vertiefen? Dann schauen Sie sich unsere weiteren Videos an oder buchen Sie eins unserer Online-Seminare. Bis bald!